Auch nach der Wahlniederlage kämpft Hillary Clinton weiter gegen Donald Trump. Sie kritisiert den US-Präsidenten bei mehreren Auftritten hart und direkt. Die ehemalige US-Außenministerin verurteilte im südkoreanischen Seoul auch Trumps Nordkorea-Politik. I am worried about some of the recent actions from the new administration that seem to raise tensions. Our allies are now expressing concerns about America's credibility and reliability. Trumps aggressive Wortgefechte mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un um das Atom- und Raketenprogramm seien gefährlich und kurzsichtig, so Clinton. In den vergangenen Monaten hat Nordkorea mehrere Raketen getestet, die nach Einschätzung von Experten auch das US-Festland erreichen könnten.